besser verstehen, wenn du hast nichts, um dich zu verteidigen. Was zur Hölle sollte das denn? Bin ich doof? Soll ich jetzt etwa in den Schrank gehen und den zumachen? Sag mal, hab ich Hallos oder so? Das ist doch gar nichts. Was ist denn? Verdammter Mist. Huch! Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Das war gerade eigentlich unbeabsichtigt. Ich wollte eigentlich sehen, was mich da holen wollte. Aber ich glaube, es hatte keinen Bock, weil ich die Tür auf den zugemacht habe. Oh. Egal. Schlüssel im Glas, was macht man da richtig? Dass das Glas so schnell kaputt geht. Maschinenraumschlüssel. Ach, die Hölle, ja. Ich habe wieder vergessen. Dann ab ins Studierzimmer. Sieht irgendwie aus wie vorhin die Bücherei oder das Archiv. Ah, ne, doch nicht. Wir brauchen doch noch kein Licht, hier ist doch noch hell genug. Bevor Daniel hier wieder ausrastet. Stefano. PewDiePie würde jetzt ausrasten. Ist das Stefano? Nein. Stefano ist golden. Oh, jetzt wurde Cry ausrasten, nicht der Pott gef... Okay, habt ihr nicht gesehen, es hat niemand gesehen. Niemand. Oh, das ist ein Trichter, das kann man auf... Oh, aufheben. Da sind Stühle, okay, hier hinten ist schon mal nix. Gehen wir mal hier rein. Ja, jetzt verschwimmt wieder die ganze Sicht, Daniel, ich weiß. Du hast ja so viel Schiss im Dunkeln. Obwohl... Wenn ich hier wäre, hätte ich das auch in diesem komischen. Und du? Achso, ich dachte, ich kann dich aufheben, oder? Kann ich dich? Ja? Brief bezüglich der Entdeckung einer Kugel. An meinen treuesten Schüler und Freund Johann Weyer. Das bemerkenswerteste Ereignis trug sich zu, als ich diesen Sommer durch die preußischen Wälder reiste. Ich fand endlich eine der Kugeln, nach denen ich seit 20 Jahren gesucht habe. Sie ist so unerklärlich, wie der Heliodromus es im Hortus Conclusus beschrieben hat. Sag mal, es war so, wie er es erzählt, wie es erzählt wurde, meine Güte. Ein unterirdischer Mithras-Tempel gekrönt mit einer mit dem unirdischen Artefakt. Ey, was ist das für ein Text? Die Kugel war groß genug, um meine Hände auszufüllen und sie war glatt und gezackt. Hä? Ihre Farbe war ausgewaschen und dennoch kräftig. Gegensätze reichen nicht aus, um ihr Wesen zu beschreiben. Mann! Es war eine absolute Unmöglichkeit, ein künstliches Paradoxon gefangen in Stein. Ich war in einem nahegelegenen Dorf namens Altstadt untergebracht, während ich eine der alten Spuren erforschte, als ich endlich die Höhle fand. Ich trat ein und konnte plötzlich die wahre Existenz dieser rätselhaften Artefakte bestätigen. Es gibt sie wirklich. Wie du sicher verstehen kannst, ist dies die wichtigste Entdeckung meines Lebens. Aber es ist auch zu meiner größten Furcht geworden. Als ich die unterirdische Kammer betrat, konnte ich spüren, wie ich zur anderen Seite übertrat. Ich war neugierig und tat mein Bestes, um gegen diese Instinkte anzukämpfen und nahm dann die Kugel von ihrem Platz. Ich kroch aus der Kammer heraus und in den Wald. Ich könnte fühlen, dass mich etwas verfolgte. Es bellte immer lauter, je näher es kam. Das Biest, der Wächter der Kugel, war unerbittlich in seiner Verfolgung. Ich schaffte es bis zur nahegelegenen Schlucht, wo ich auf einige Männer stieß, die im See angelten. Ich versuchte, sie zu warnen, als ich an ihnen vorbeilief. Aber glücklicherweise beachteten sie mich nicht und ich setzte meine Flucht fort. Hä? Egal. Als ich das Echo ihrer Schmerzensschreie durch das Tal hallen hörte, fühlte ich eine riesige Erleichterung und glaubte, ich bliebe verschont. Oh mein Gott.
Plötzlich wurde ich von einem blauschimmernden Licht eingehüllt und die Farben des Waldes verschwammen vor meinen Augen. Ich lief weiter durch die trostlose Umgebung. Die Bäume waren so schwarz wie Kohle und die Blätter wie aus Asche. Der Boden war mit trübem Wasser bedeckt. Ich lief weiter über den durchweichten Boden, als glühende Asche vom aufkommenden Wind weggeweht wurde und es auf mich herabregnete. Ich konnte flehentliche Schreie in der Ferne hören und auch schrie, als Schmerz und Angst mich überkam. Ich fiel keuchend zu Boden. Oh, Mais. Das muss sicher merkwürdig klingen, aber ich wurde meilenweit über die Alpen hinweg bis zu einem grasbedecktes Feld hinter Genua getragen. Der Wächter hatte die Kugel von mir genommen, aber noch bis heute fürchte ich seine Rückkehr. Manchmal liege ich nachts wach und höre die Schreie, die ich auch damals im Wald gehört habe. Oh, das habe steht da gar nicht. Egal, ich sehe schon wieder Sachen. Inzwischen sind fast 10 Jahre vergangen und ich konnte bisher nicht über den Vorfall schreiben. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, erzähltest du mir von deinem Interesse und deinen weiteren Forschungen an den mystischen Kugeln und mir wurde bewusst, dass ich dir die Wahrheit über meinen Besuch in Altstadt schulde. Dein Freund und Mentor Heinrich Cornelius Agrippa. Ja, über den habe ich schon mal was gelesen. Egal. So, kurz mal gucken, was hier hinten so abgeht. Nix. Aber wieso mache ich überhaupt das Licht an? Fenster. Anfassen. Die Gebrochene werden nur durch einen schwachen Holz. Ich hab's doch nur nochmal angefasst. Ey, solche. Heißt das, ich soll aus dem Fenster springen? Nein. Ich meine, wir sind. Alter, quälen die da Hunde? Gut, hier ist alles dicht. Dann wollen wir mal weiter. Da steht ein Hund. Aber ich hoffe mal, er ist ausgestopft, weil es wäre nicht lustig, wenn er echt wäre. Oh mein Gott. Nicht echt. Au. Okay. Tierexperiment, Alter. Canis lupus familiaris. 12. April 1658. Nach einer kurzen Studie ist klar geworden, dass die Gemütserregung des Menschen auch im Hund gefunden werden kann. Furcht und Schmerz verursachen Stress, der eine innere Reaktion auszulösen scheint, die dem Tier schließlich eine immense Kraft gibt. Ich glaube, diese Reaktion wird im Gehirn verursacht. Es ist schwer zu sagen, was genau es ist und wo es sich befindet, aber ich kann es spüren. Ich bin der kosmischen Entstehung auf der Spur. Es gibt allerdings ein Problem beim Gewinn dieser Energie, da das Geschöpf während des Experiments stirbt. Oh, was für ein Arschkeks. Ich muss diesen Prozess der Qualen weiterentwickeln, um echte Arbeit zu ermöglichen. Es müssen mehr Experimente durchgeführt werden, aber es scheint, dass nur Menschen die notwendige Menge produzieren können. Vielleicht ist es ihre Fähigkeit, den Ernst des Prozesses zu verstehen, was dann ihr Gefühl von Terror steigt. Steigert. Steigt, steigert, egal. Hund, kann man dich mitnehmen? Natürlich kann man das nicht. Du bist aber hässlich. Egal. Ey, kann man die Kerzen eigentlich mitnehmen? Das wäre doch eigentlich... Oh Gott. Unrealistisch. Ich stehe drauf, Sachen kaputt zu machen. Let's see what you have to offer. Oh mein Gott. Alter. What a mess. I should have sharpened the saw. But I can sense it. It's definitely there. Ist der krank? Der hat nicht echt einen Hund. Gott. Huch, aua. Wieso wurde ich vom Tisch geschubst? Eine Wunde blutet ziemlich stark. Das soll ich hier doch verbessern. Ja. Yeah. Das soll Alexander sein. Ah. Gut. Pflanzenreich. Da steht Pflanzenreich drauf. Jetzt sehe ich, was da drauf steht. Meine Güte. Grenzen der Anatomie. 9. Januar 1658. Weitere Enttäuschungen.
Die neuesten Erkenntnisse des Antiquars haben nichts gebracht. Ich bin noch immer nicht imstande, das innere Wesen des Lebens und seinen Zusammenhang mit der Energie zu fassen. Ich sollte mehr Bücher darüber lesen, aber ich vermute, dass es sinnlos ist. Ach nee, da bisher keine Forschungen dahingehend angestellt wurden, muss ich wohl selbst diese Lücke schließen. Natürlich verfügen Menschen über weitaus mehr von dieser Energie, die ich suche, aber ich hoffe, Tiere genügen auch. Die sind einfach zu beschaffen. Yo. Ist der bescheuert? Ey, das Bild ist irgendwie komisch. Immer Türen hinter einem schließen. Man weiß nie, was man hinkommt. Ich dachte, da liegt schon wieder ein Zettel, ey. Ich will sie lesen. Zunderbüchse. Nein, Zunderbüchse. Und da drin haben wir bestimmt wieder irgendwas Ähnliches. Oh Gott! Mittlerweile wollt ihr mich verarschen? Wer lagert bitte schon Totenköpfe in seinem Schrank? Komm, wir spielen jetzt Kopfweitwurf auf sein Bild. Voll in die Fresse! Und wie geht's uns? Glasklar. Daniel ist hart im Nehmen, scheinbar. Komischerweise. Obwohl er die ganze Zeit im Dunkeln rumweint. Es ist dunkel. Scheiß mir gleich in die Hosen. Nö, aber wenn Totenkopf aus dem Schrank rollen, dann ist es ihm scheißegal. Du hast mich vorhin vom Tisch geschubst, du Mistviech. Egal. Wieso ist das Fenster jetzt hier kaputt gegangen? Das will ich noch wissen. Kann man da rüberspringen? Oh, ich glaube eher wenig. Moment. Okay. Was zur Hölle? Nicht doof. Da unten ist das Zeug auch schon. Hey, guck mal, da vorne ist eine Scheibe kaputt. Yeah! Alter, kranke Scheiße. Das Zeug befällt ja auch den Wald. Und da ist noch so ein Ding, was alles wieder so flash-weiß macht, okay? Drücken wir mal rauf. Dann bin ich an der Reihe. Habe ich mich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Oh. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nichts zurückbekommen, Agrippa. Ich vertraute dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Was zur Hölle? Sind wir jetzt bei Stargate? Ach Gott, erst war es Indiana Jones, jetzt ist es Stargate, oder was? Yeah. Ach nee. Und Strömungskreislauf Star? Okay. Anleitung Aufzugsmaschine. Oh. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, bau mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn in die Maschinerie einsetzt. Stell die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen. Hoch 8, runter 8, okay? Klingt nach einem Rätsel. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity-Dampfanlage, 4 Phasen Amplitude und kompletter Dampfstromkreislauf. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Wo auch immer er davon redet. Ah. Gott, hör auf, deine Gedanken zu zerknirschen. Ich meine, wir haben ja das ganze Öl. Wieso brauche ich es nicht? Ich liebe diese Viecher irgendwie. Die sind echt cool. Nein! War ich nicht. Sag mal. Sag mal. Ey. Gehst du auf? Jetzt. Ich hab's verbuggt, oder? Nein, hab ich nicht. Gut. Zunderbüchsen. Gehen wir mal ganz vorsichtig raus. Ich denke mal nicht, dass Daniel... Was war das denn? Hat keiner gesehen? Also ich war es auf jeden Fall nicht. Ja, ein bisschen Jump'n'Run. Egal, ich war jetzt in jedem Raum. Ich hau jetzt einfach wieder hier ab. So,